Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute wird allerdings wieder einmal Ilaf steuern. Und du wolltest ja, du hast ja letztes Mal gesagt, dass du eine eventuelle Bude bauen wolltest. Mhm. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Und dafür werden wir auch Cheats benutzen. Ja. Also kannst ja schon mal losgehen. Ich dachte mir, wir gehen mal zum Balkon und dann kannst du dir erstmal direkt einen Überblick verschaffen, auf welcher von den fliegenden Inseln du denn überhaupt ein Haus bauen willst. Ach, auf einer fliegenden Insel muss gar nicht sein. Ja klar, wenn schon, denn schon. Ist okay. So, und dann vielleicht, ich habe gedacht, zwischen den beiden eine von den mittleren, die da zum Beispiel. Ja, die sieht eigentlich am besten aus dafür, ne? Ja, und dafür machen wir Cheese. Das funktioniert ganz einfach, indem wir F5. Oder machen wir mal erstmal Pause. Dann Dev Commands. So. Und dann gehen wir in den Debug Mode. Und im Debug Mode kann man nämlich fliegen und andere Sachen machen. Debug Mode. Und außerdem mache ich God. Das heißt, du bist unverwundbar und keiner greift dich an. Und das sollte eigentlich auch schon reichen. Und wenn wir jetzt auf Y drücken, kannst du fliegen. Da, Debug Fly on Faults. Jetzt hast du es wieder ausgemacht, jetzt ist es an. Das heißt? Jetzt kannst du Leertaste drücken und fliegst. Ach so. Okay. Mit Shift fliegst du deutlich schneller. Okay. Genau, und dann kannst du da hingehen. Und kannst dir ja mal angucken, wie das Ding aussieht, genau. Und wenn du auf B drückst, baust du ohne, dass du Ressourcen brauchst. Du kannst einfach alles immer bauen. Also okay. Auf B, genau. Da, No Placement Cost True. Und jetzt kannst du bauen, was du möchtest. Du kannst einfach mal auf 5 gehen. Und dir die Teile angucken. F5? Nee, auf 5. Also auf den Hammer. Mhm. Und wenn du Rechtsklick wählst, hast du die ganzen Bauteile. Hier siehst du die großen Kategorien. Bauen, das ist alles so mit Holz. Schwerer Bau ist so Stein und ich glaube auch mit Eisen und sowas. Mhm. Hier sind halt Möbel, wie man sieht. Da ist alles Mögliche, was sozusagen einfach nur Vanity ist, was nur aussieht. Ne, mhm. Nur aussehen Objekte. Hier hast du allerdings auch Möbel, so Tische und so weiter, die allerdings ne, so Workbenches sind. Ne? Mhm. Kannst du auch bauen oder hier so Metfässer. Muss ich nicht sowieso zu Anfang eine Workbench bauen? Nee, du bist jetzt im Build-Mode, deswegen okay. Kannst du bauen, was du wo und wie du willst. Oh, okay. Genau. Und bei Verschiedenes hast du halt alles andere, sowas wie Lagerfeuer und irgendwie so eine Sachen. Ne? Was ist das? Das ist ein Ofen, ein Backofen. Ein Backofen? Genau. Und das ist eine kleine Hütte oder was? Ach, nee, das ist ein Bienenstock, genau. Kleine Hütte musst du selber bauen. Das sind die ganzen Bauteile. Hier sind die Holzteile, Wände. Hier sind die guten Dächer. Hier sind die Strohdächer. Okay. Dann sind verschiedene Türen. Hier sind die edlen Türen. Das ist Edelholz, so ein edleres Holz mit so einer Verzierung dran. Hier so, ne, siehst du ja. Das hier sind Eisenträger. Das ist, damit kannst du unglaublich hoch bauen. Du kennst ja meine Base. Mhm. Die ist komplett mit diesen Trägern stabilisiert, deswegen kann ich überhaupt so riesig bauen. Mhm. Und hier sind die ganzen Ashland-Sachen mit so schönen Verzierungen, wie du siehst. Ne? Also da kannst du theoretisch auch nochmal gucken. Und das ist so ein schwarzes Holz, Aschenholz. Okay. Und schwerer Bau hast du so Steine. Das ist so ein schwarzer Marmor und das ist draußen so ein weißer Marmor. Mhm. Oder Laternen, Fackeln. Sind das so Geschenke oder was? Ja, du bist im Bildmodus, die kannst du normalerweise nur Weihnachten bauen. Ach so, und okay. Den da kannst du normalerweise nur im Frühling bauen. Okay. Okay, und das, es gibt nur ein Bett oder was? Nee, 1, 2, 3. Ach, die hier, okay. Genau. Gut. Mhm. Ich sehe das gar nicht vorher, oder? Ne, du musst nur näher ran, dann siehst du es. Wie gehe ich denn näher ran? Nach unten mit Shift. Gehst du nach unten. Hä? Oder mit Steuerung? Oh, mit Steuerung. Okay. Du musst ein bisschen dichter, da siehst du es. Genau, weil du jetzt so weit oben bist, siehst du, dass hier eine Schneeschicht drauf ist. Ja. Die wird entfernt, wenn du etwas da drüber platzierst. Es okay. Wird immer nur, das was ganz oben liegt, hat Schnee. Okay. Mhm. Dieses Gelbe ist, wie viel die aushalten können, ne? Das ist das Leben von denen, genau. Okay. Und wenn das, wenn du die nicht überdachst, das ist Holz, dann wird es morsch. Das heißt, es verliert bis zur Hälfte des Lebens.
Genau. Wenn du Mausrad drehst, kannst du es übrigens drehen. Also Mausrad. Nee, will ich nicht. Genau. Ansonsten, damit du einfacher arbeiten kannst, empfehle ich dir, guck mal kurz in die Ferne. Und jetzt scroll mal ran. Dann gehst du nämlich näher ran. Und jetzt guck mal dahin, dann kannst du viel besser zählen. Aha. Das könnte sein, dass es nicht mehr hält. An der Ecke hier? Die haben nämlich auch eine Stabilität. Du siehst, dass das so grün leuchtet, genau. Und du siehst, der hier ist noch grüner, denn hier, das brauchen wir ein Weilchen, damit es ausrechnet. Und wenn sie blau sind, wie der hier hinten, der, siehst du? Das heißt, der berührt den Boden. Und je weiter du jetzt weggehst von dem Blauen, desto instabiler wird es. Ach so, die berühren alle nicht mehr den Boden? Genau, siehst du, wie rot der ist? Ah, okay, das ist ja blöd. Und das ist aber okay, wenn der, Genau, du könntest jetzt da und sozusagen hier lang bauen. Genau, das hält schon nicht mehr, aber versuch einfach schnell genug zu sein, da solltest du das schaffen. Na, ich kann doch erstmal hier. Oder da, genau. Und der ist blau, ne? Ja, ja. Sehr gut. Und dann kannst du da jetzt dran bauen und das hält. Okay. Aber das ist ja blöd. Ich habe gedacht, ich wäre schon ganz oben, aber... Das heißt, das ist ja jetzt quasi Teil in den Boden, ne? Ja, dann reißt es wieder weg. Und baust nochmal. Dann müsstest du ja schon die höchste Stelle suchen, ne? Oder ja, nicht? Ja, das stimmt. Mit Mausradklick reißt du wieder ab. Ich arbeite damit. Es gibt auch Treppen, natürlich, ne? Ja, ja. Und noch ein anderer Trick, drück mal E. Warte, das ist gerade ein bisschen Informations-Overload. Ja, okay. Weil dann kannst du nämlich auch besser zielen. Das was du gerade hast, kann man nämlich damit viel einfacher da einrasten. Ecke 1, drück nochmal. Ecke 2, nochmal. Ecke 3, Ecke 4. Du kannst ja aussuchen, welche Ecke du willst. Ach so, ich verstehe. Ja, das ist ja falsch. Gut. Okay, dann machen wir das anders. Dann, Ja, so. Wie baue ich eine Treppe? Mit Rechtsklick. Und dann wählst du den aus. Das ist die einzige Treppe, die es gibt? Mach nochmal Rechtsklick. Das ist gerade sehr schnell weg. Es gibt noch Leitern und es gibt noch Steintreppen. Aber das ist die einzige Holztreppe, die es gibt, ja. Und es gibt Wendeltreppen auch hier. Und in andere Richtung. Mhm. Okay, nee, dann will ich das bauen. Oh, das ist aber auch... Wie komme ich denn von dieser Ansicht wieder? Okay, so. Genau. Okay. Jetzt sind wir aber noch nicht an der höchsten Stelle, ne? Okay, müsstest noch mal eine Treppe hoch machen. Okay. Aber dann ist das doch doof, dass es dann nicht mehr den Boden berührt, oder? Ne, das kannst du ein bisschen machen. Also, wenn du den, du kannst den ja mal bauen, weil der da ist ja noch blau. Das heißt also, der, den du jetzt da dran baust, wird direkt grün. Also dunkelgrün sein. Der ist also erstmal stabil. Solange du es nicht übertreibst, so 4, 5 Holzdinger aneinander machst, dann wird es instabil. Ich glaube, wenn du die da antargetest, ist es am einfachsten. Ja. Okay. Bei der Treppe selbst. Also an die Nachbartreppe immer. Genau. Ah, ich verstehe. Jetzt, warum ist es rot? Weil du da selber drin stehst. Achso. Okay. Mhm. Sieht auch noch alles gut aus, ne? Und jetzt kann ich theoretisch, oder was schätzt du? Ja, das sieht doch gut aus. Ja? Ja. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Da stehst du drin. Du kannst theoretisch auch, wenn du willst, das Fliegen ausmachen, ne?
wenn du das gerade nicht brauchst. Aber ich finde es zum Bauen eigentlich so praktisch, dass ich es die ganze Zeit anlasse. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, sonst falle ich vor der Kanne hin. Ja. Ja, selbst wenn, dann fliegst du wieder hoch. Stimmt. So. Mhm. Und wann, ab wann sind die abgefuckt? Das weiß ich nicht. Das kommt immer drauf an. Da siehst du, dass er jetzt schon gelblich-grün wird. Na, wenn du doch den da rüber hast, da siehst du, ja, dass er so gelblich-grün ist. Wenn du jetzt einen Moment wartest, da, der wird schon gelb. Na? Und ist aber noch okay, weil wenn du gleich hier dran bist, dann ist er wieder stabil. Und du kannst das auch jederzeit stabilisieren, wenn du einfach von Holz von unten dran machst. Na? Okay. Aber du musst halt theoretisch mit so Säulen und so arbeiten. Darum geht's. Ja, das macht Sinn. Ich baue die Reihe zu Ende und dann zeigst du mal kurz, wie man das mit den Säulen macht. Ja. Okay, und jetzt? Wie mache ich Säulen? Rechtsklick. Und da hast du zum Beispiel diese hier oder Kernholz. Mhm. Ne, Kernholz sieht immer ganz cool aus, finde ich. Also nimm einfach den und dann kannst du dir zum Beispiel hier unten so an die Ecke machen. Da musst du mal E drücken, dann kannst du das einfacher durchswitchen. So, genau. Zack. Und wenn du jetzt kurz wartest, siehst du, der war gerade rot und der sollte gleich grün werden, weil der ist blau. Mhm. Ne? Und das machst du auf der anderen Seite auch. Ja, oder da auch nochmal, ja, wie du willst. Das sieht schon cool aus, okay. Ja, das verstehe ich, warum du bei deiner Hütte so lang gebaut hast. Oh ja. Das ist schon, am Ende starte ich so danach nur für mein Let's Play. Die schweben ja in der Luft. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann musst du da unten noch einen dran machen. Ja, der ist auch rot. Ja, stimmt. Musst du noch einen dran machen, ja. Und bei dem anderen auch. Es gibt auch theoretisch 4 Meter lange. Aber machen wir es so. Zwei einander. Nimmt sich auch nichts an der Stabilität. Jo, sehr gut. Ja. Okay. Jetzt sind die alle zufrieden? Bei der Seite auch? Ich glaube ja. Könntest du theoretisch noch eine in der Mitte machen, weil die sind blau. Genau, weil der den Boden berührt. Okay, okay. Und die sind jetzt also grün und je weiter es hier weggeht, da wirst du sehen, der ist grün, der wird gelb sein und der hier in der Mitte rot. Ne? Ah. So, jetzt ist der auch grün. Brauche einen Moment, weil so viele Objekte und Gebäude in der Nähe sind. Ich verstehe. Das ist nicht so gut für den, ne? Ja, also ich glaube, der hat einfach so viel auszurechnen, dass es ewig braucht. Aber du kannst mir vertrauen. Das sollte passen. Do you trust me, Bro? So. Ich glaube, diese sind jetzt sogar wieder blau, weil sie die da unten ein bisschen berühren. Ja, sind sie. Ja. Sehr gut. Hervorragend. Hä, da ist was rot gewesen. Nun brauche ich nur einen Moment zum Ausrechnen. War da nicht gerade was rot? Da kann gerade nichts rot sein. Also dann, es kann auch sein, dass das manchmal rot anzeigt und es ist falsch. Okay. Weil er gerade noch ausrechnet. Ja. Perfekt. Übelst gut geschätzt. Ach, du meinst mit der Höhe, oder was? Ja, genau, ja, das genau, dass er verdeckt ist. Perfekt. Das stimmt. Der war falsch. Das ist schon wieder falsch. Mhm. So? Ja. Okay, okay, okay. I love it, I love it, I love it. Ich glaube, Janis war damit überfordert, weil du brauchst halt so ein... Wenn du jemanden hast, der halt daneben sitzt, ne? Es ist schon nochmal was anderes, ne? Ja, vor allem war das Problem, dass Janis und... Raimundo? Raymond haben das... Du kannst, wenn du einen Multiplayer spielst, kann nur der Host cheaten. Das heißt, ich musste denen die ganze Zeit Ressourcen hinwerfen und die hatten nicht das bauen, was du hast. Die konnten noch nicht fliegen. Ach so.
okay. Das war übel nervig. Willst du nicht bei Kernos bleiben? Sonst sieht das so verschieden aus. Ach so. Wenn ich das nicht gelesen? Nee. Kernos in der Runde. Der da? Genau, nimm ruhig den länglichen. Holz, ist es der? Ja, nimm den 4 Meter. Ja. Okay. Okay. Sticht der nicht durchs Boden? Keine Ahnung, stimmt. Dann nimm den kurzen, du hast recht. Der da, ne? Ja. Ja, nee, war schon richtig. So, genau. So? Ja. Und dann noch einen unten drunter. Na, ist doch schon blau. Stimmt. Ja, aber der schwebt so in der Luft, jetzt oder? Ist es rot. Na gut, okay. Dann drück nochmal E. Sonst kannst du das nicht richtig antargeten. Genau. So? Ja. Sehr gut. Okay, okay. Dann noch in der Mitte. So. Weiß ich nicht, ob das die Mitte ist. Kann gut sein. Nö. Ist schon rot geworden. Ja, ja. Wenn du da jetzt was dran baust, wird das auch ab. Brechen. Hä? So, ja. Mhm. Ach, Y war das, ne? Huch, wie fliege ich denn nach oben? Mit Leertaste einfach. Achso. Also natürlich, wenn ich oh, Flugmodus warum? Y. Achso, okay. Es ist ja so. Ja. Okay. Gut, 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 gut. Wir können theoretisch noch ein Stück. Oh. Oder machen wir da was anderes draus? Wir fangen schon mal erstmal mit der Wand an. So, das da ist die Wand, ne? Also auch, ja. Es gibt mehrere Wände. Es gibt auch noch diese Wand. Die finde ich nicht so schön. Ansonsten gibt es noch Steinwände, aber ich glaube, du musst ja, glaube ich, eher mit Holz bauen, ne? Wahrscheinlich schon. Weil du kannst auch nicht Stein auf Holz setzen. Also, ja, okay, gut, dann ist das musst du ja jetzt eigentlich bei Holz bleiben. Also das ist die Standardwand. Ansonsten überlege ich gerade, hier sowas kannst du auch als Wand benutzen. Mhm. So. Mhm. Aber das sind ja eher Verzierungen und Fenster, ne? Mhm. Komm doch, komm doch. Ja. Und der hat auf der einen Seite Bretter und auf der anderen Seite nicht, ne, wie du siehst. Jetzt ist die Frage, was sollten wir auf welche Seite packen? Ja, ich habe die mit den Brettern nach außen gemacht. Ich will mal gucken, wie es aussieht. Das ist also ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Aber ich frage mich, wie es halt in ganz viel aussieht. Normal ganz viel. Was? Okay, du kannst ja auch wegcutten, wenn ich dir das zu lange boring ist oder so. Ich glaube, ich werde das einfach so lassen. Gut möglich, dass es einfach eine längere Folge wird. Okay. Aber mal gucken, ob ich das, wie ich das nachher schneide, das weiß ich noch nicht. Kann man, wie macht man Fenster? Ein Loch reinlassen und dann, also es gibt eigentlich Fenster, nur Löcher. Echt jetzt? Ja, ein Loch. Oder du hast halt diese Verzierung, ne? Diese Holzverzierung. Ja. Und da würde ich dann tatsächlich auch, wenn du ein Fenster reinmachst, nur einen halben. Und dann das Fenster und dann noch einen halben. Dann ist das Fenster besser positioniert. So, also ist das Fenster ja dann da oben. Ne? Stimmt. Das Ding geht mir gerade richtig auf den Sack. Was, diese Obstfliege? So ja, diese Scheißdinger, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich mache hier eine Wand, die andersrum ist. Oh, shit. Was ist denn jetzt los? Okay.
Ich habe übrigens Trauben mitgebracht, ne, wenn du willst. Hm, habe ich gesehen. Also hier, auch hier. Mhm. Ja, so 2, 3 nehme ich mir. Essen im LP, das habe ich auch noch nie gemacht. Hauptsache, man schmatzt nicht so ins Mikrofon rein, ne? Mhm. So wie du bei der letzten Aufnahme. Habe ich ins Mikrofon reingeschmatzt? Gröbst, ja. Achso, ja. Ja, aber das... Oha. Ich glaube, ich finde das besser. Ja, so eine Tür einfach. Ich glaube, der ist schief. Wieso? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Nicht. Der ist schief. Welcher denn? Der da? Der obere. Der dahinter von. Ah, der da? Ja. Tusche. Huch. Oh, gespeichert. Wahrscheinlich, weil es Nacht wird. Können auch per Cheat einfach den Tag vergehen lassen. Ne? Ach. Wir müssen ja nicht unbedingt direkt schlafen gehen. Hö, warum ist es rot? Okay, da fehlt ja vielleicht ein bisschen was. Okay. Mhm. Okay. Und die war nochmal neu, wa? Oder wird das ein Regalband? So was ähnliches. So, du meinst, es gibt keine Fenster, ne? Also es gibt ja zum Beispiel sowas. Kannst du es ja einfach mal anklicken und dir angucken. Oder sowas. Das ist nur ein Halbbuch. Das heißt, das macht aber schon ein Loch rein, ne? Du musst erst abreißen. Aber da steht doch... Jetzt hast du es reingebaut. Du musst das Holz abreißen, natürlich. Okay, gut. Aber wenn das nur ein halbes ist, bringt es ja nichts. Ja, jetzt hast du trotzdem reingebaut. Ja, das kann man ja gleich wegmachen. Da. Du hast aber auch solche Halben. Also halb, halb, ganz. Dann hast du wieder... Ja. Ich mache erstmal weiter, was ich vorhatte. Mhm. Zum Beispiel hier lohnt es sich eigentlich fliegen, dass du nicht mehr fliegen musst. Weil du drückst nur einmal A oder D und du bist sofort. Das stimmt. Also du kannst schwieriger Millimeterarbeit machen. Hm? Was denn? Das Gekaus. Ach so, du hast angeboten. Ich hab's dir selbst angeboten, aber. Okay. Wenn du die 180 Grad drehst, sieht geil aus. Wieso? Weil die dann symmetrisch sind. Achso. Hä? Berühren die sich nicht? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ja, target dann mal den an. Da hast du einen richtigen Anbaupunkt. Ein E. Ja, oder das. Und dann noch da oben. Und dann an den.
Mach ich doch. Nein, nein, jetzt. Genau, jetzt klicken. Und du siehst, dass er richtig ist. Echt? Sieht mir jetzt schon ein bisschen schief aus. Ist aber richtig. Ah, das ist doch kalt. Ich krieg's nicht. Naja, wir sind Wikinger. Das ist ein Wikinger-Game. Ja, naja. Wikinger hin oder her. Warum steht da keine Ressourcen mehr? Stimmt, es gibt... Doch, es gibt Fenster. Aber mit denen ist schwer zu bauen. Wieso? Weil es gibt... Das war, glaube ich, bei schwerer Bau. Hier, Kristallwand. Aber die kann, du kannst nicht, also ich kann hier zum Beispiel eine hinbauen, aber hier drauf nicht. Du musst Kristallwände immer gegen irgendwas machen, was sie stabilisiert. Aber du könntest zum Beispiel hier ein Loch reinmachen und dann... Das ginge. Und ich glaube, Flugmodus kann man erstmal ausmachen. Warum sagt er, dass unten keine Dings mehr sind? Weil du hast weder eine Werkbank in der Nähe, noch hast du Kristalle im Inventar. Okay, aber du bist ja im Build-Mode, also ist völlig egal. Na gut. Stimmt, und es gibt natürlich noch Gitter. Okay, das ist doch schon mal. Die kann man aber aufeinander bauen, oder? Ja. Ja. Nur Glas nicht. Oder beziehungsweise Kristall. Targete den an. Oh mein Gott. Das ist aber schön. Wow. Okay. I love it. Ich kam mit den mit dem Mistlight Update. Aha. Das Zwergengitter sozusagen. Das ist aber schön. Klappt alles bis jetzt, ne? Mhm. Och nö. Ich mach mal die Interface dazu. Ja, was weiß. So. Gut, dass man es immer noch hört. Ja. Ich frage mich, ob man es in der Aufnahme noch hört. Ich glaube aber. Wahrscheinlich schon, oder? Man hört doch aber bei so Menschen, die so aufnehmen, auch voll oft. Oh shit. Hintergrundgeräusche. Ja, oder so ein Krankenwagen auf einmal so. Okay, okay, gut, 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 gut. So. Und jetzt noch hier. Okay. Okay. Wir sind im Gefängnis gebaut. Sag nicht sowas. So, jetzt machen wir weiter mit dem Dach. Ach ja, genau. Da gibt es die aus Stein, die kannst du allerdings nicht bauen, da du mit Holz gebaut hast. Das müsstest du, das könntest du machen, du müsstest es allerdings erst mit Eisen verstärken. Dann kannst du auch Ziegel nehmen. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Stroh. Oder du nimmst Stroh oder hier diese normalen Schindeldächer. Schindeldächer. Es kommt ja darauf an, wie es von innen aussieht, ne? Schindeldächer sehen am besten aus. Finde ich. Schindeldächer, Schindeldächer, badabadabim, badabim. Und du hast 45 Grad oder die Hälfte davon. 45 Grad ist natürlich ein sehr steiles Dach, ne? Du hast auch die Hälfte davon, du. Also drei. Das ist okay. Ja? Ja. Weil das hast du ja Sache, so ein Dach. Anstatt so eins. Weißt du, was ich meine? Nee. Aber du hast ja auch nicht hergeguckt. Ich meine. Mach nochmal, sorry. Sonst hast du ja so ein Dach, ja, anstatt so eins. Ja, doch, das finde ich, ist doch schöner. Ja, okay. Ja, ja. Ich frage mich, wie das mit der Stabilität ist, aber ich glaube, es sollte noch gehen. Ansonsten müssen wir gleich ein bisschen... Verstärken? Ja, ein paar Säulen errichten. Also bis jetzt scheint ja noch alles grün zu sein. Ne? Ja, aber das braucht aber immer ein Weilchen zum Ausrechnen. Also, okay. Dann musst du dann, um das zu beurteilen, musst du immer einen Moment warten.
Also sollten wir eigentlich drüber warten, bevor ich weiterbaue da, ne? Nö, alles gut. Okay. Mach einfach und wenn irgendwas einkracht, dann wissen wir, gut, da müssen wir verbessern. Okay. I love it! Oh mein Gott! Ach so, und jetzt können wir nochmal Dach da drüber bauen, so, ne? Ja. Du kannst jetzt auch den Winkel ändern. Das hat Raymond auch gemacht, da siehst du, wie es aussieht. Ich glaube, da mache ich eher was anderes. Obwohl, warte, ich probiere mich mal aus. Naja, okay, gut, dann machen wir hier weiter. Drück E, es geht einfacher. Draufziehen und E drücken, genau. Und dann an diese Ecke gehen. Ja, jetzt hast du einen falschen. Genau, jetzt kannst du an diese Ecke gehen. Unten 1 oder unten 2, ist ja egal. Aber so kannst du viel einfacher bauen. So. Jetzt ist eh wieder aus, oder was? Nee. Nee, erst wenn du zu einem anderen Objekt wechselst, zum Beispiel, dann geht es wieder aus. Okay. Okay, I love it. Okay. Okay, was ist das? Ja, jetzt könntest du so und dann oben so. Ja. Nee, ich würde jetzt oben so machen. Achso, es gibt. Ja, stimmt. Also, das Ding ist, du musst es schon überdachen, damit es auch vor Regen schützt. Das heißt, du musst ein Dachelement nehmen. Es gibt aber eins, das flach ist. Ja, siehst du. Also, was heißt flach? Es hat halt. Es ist das hier. Klick das mal an. Das ist zwar eigentlich eine First, aber die geht halt so und so. Die habe ich auch oben bei mir. Also, ich habe so ein. Auch so ein Flachdach sozusagen. Okay, aber das kann ich nicht mehr dran batschen. Ja, doch, das geht noch, aber es wird auf jeden Fall gerade ein bisschen instabil. Du kannst aber erstmal bauen und wenn es einkracht, dann verbessert wir es danach. Ich mach was anderes. Das. Nee, das war's gar nicht, ne? Nee. Welches war's denn? Mach das da. Ew. Das ist aber hässlich. Warum ja, ist das, das targetet auch nicht richtig an. Guck das an. So, genau. Ja. Und das ist jetzt blau. Okay, gut. Das blau, ja? Ja. Sicher? Geh nochmal. Nee, grün. Ist grün. Gerade eben was. Ja, wenn du es setzt, ist es immer erstmal blau. Okay, und dann brauchst du, deswegen meine ich, um zu gucken, ob es stabil ist, muss man immer einen Moment warten. Das liegt daran, weil die jetzt natürlich zwar auf diesen Dings gehen, aber nicht nach unten durch, ne? Also du musst halt unten theoretisch das auch nochmal verlängern, dass es da auch den Boden berührt. Aber ich glaube, so sollte das für einigermaßen Stabilität sorgen. Wenn du jetzt das Dach baust, sollte das, glaube ich, gehen. Ach ja, das musst du hinten natürlich auch nochmal machen, ja. Aber es ist trotzdem nicht so ein Grün. Ja, wie ich meine, weil der nach unten nicht durchgeht. Das können wir ja noch nachholen. Genau. Ist ja im Prinzip egal, ne? Man sieht es ja von hier drin ja nicht. Ja. So. Und da müsstest du halt einmal unten drunter gehen. Kann ich nicht, wenn ich nicht fliege. Y? Ja. Und da musst du natürlich auch gucken, wo die Dinger sind. Ja, theoretisch musst du da kurz ein Loch reinreißen. Ach, da siehst du sie. Perfekt. Perfekt. Ja. Sehr gut. Und das sollte richtig stabil sein. Jetzt da. Sieht man sie? Wo denn? Näher ran. Haben wir sie da gerade nicht gesehen?
Ja, geh mal du nach links. Du meinst das da? Ja, ich glaube, das ist es. Ansonsten geh einfach rein und reiß den Boden kurz auf und bauen wieder hin. Nein. Aber das ist ja viel einfacher, als jetzt da so sich halt abzubrechen, oder? Kannst du das machen? Ich check das, glaube ich, gerade nicht so. Nur angeben, wie schnell du bauen kannst. Ja, genau. Vor wem denn? Vor mir. Wieso bist du davon beeindruckt? Wow. Boah, du kannst aber bei Valheim schnell bauen. Genau so ist es. Ich kann jetzt theoretisch dir auch mit einem Holzstück verbinden, oder? Ja. Macht's stabiler? Die Mitte hier vielleicht, ja. Aber ich glaube, das ist dann jetzt gerade noch nicht nötig. Ich würde es nur so viel stabilisieren, wie du musst. Also bau erstmal weiter und dann kannst du immer noch gucken, was du stabilisieren musst. Weil sonst baust du sinnlos alles voller Säulen, die im Weg sind, die du gar nicht brauchst. Okay, wie bekomme ich gerade wieder zum Baumodus? Fünf.